Kabü zwei Handlungsstränge, chronologisch und parallel im fortlaufenden Wechsel zwischen der deutschen und der britischen Perspektive. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf die deutsche Sichtweise. In Bamburg, ob der Ems, an der Ems, wird unter der Leitung eines Schiffbausingenieurs, Hermann Rütter, ein Passagier- und Frachtschiff gebaut. Es wird auf den Namen des Ostafrika-Forschers Gustav Adolf Graf von Röntgen getauft, mit dem Dampfer, der für den Verkehr auf den Tanganyika-See im Herzen Afrikas bestimmt ist, in der deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika, wollen die Deutschen die benachbarten belgischen Kolonialherren beeindrucken. Das war damals ganz, ganz wichtig, vor allem unserem Kaiser damals war das sehr wichtig. Sofort nach der Schiffstaufe wird das Schiff wieder zerlegt in Teile, die ein Mann tragen konnte, und in 5000 Kisten verstaut. Hermann Rütter begleitet das zerlegte Schiff nach Afrika, zusammen mit zwei weiteren Mitarbeitern der Werft, Hermann Wendt und Rudolf Dellmann. Damit Sie sich das ein bisschen vorstellen können, habe ich hier das aufskizziert. Babenburg übers Mittelmeer nach Afrika. In Dar es Salaam, das ist hier, erfahren die drei, dass die Mittellandbahn, die an das Ostufer des Tanganyika-Sees führt, noch nicht fertig ist. Sie müssen warten, bis die letzten 10 Kilometer Schienen verlegt sind. In dieser Zeit sind sie Gäste des deutschen Gouverneurs. Die drei Männer aus Bamberg beobachten da natürlich eine ganze Menge. Unter anderem einheimische Frauen, deren Hälse mit Ketten verbunden sind, die ihnen die nackten Schultern aufscheuern. Am Strand sammeln diese Muschelkies, den sie in großen Körben, weiten Körben auf dem Kopf zur Auffahrt des Gouverneurpalastes tragen und dort ausschütten. Der Gouverneur merkt, dass die Deutschen das mit Erstaunen feststellen, und er rechtfertigt sich vor seinen Gästen. Verbrecherinnen, rechtskräftig verurteilte Diebinnen, Schmugglerinnen, Brandstifterinnen, scheußliche Sache. Man würde es sich wünschen, es wäre nicht nötig. Einsperren kann man sie nicht, weil sie das Gefängnis nicht als Strafe, sondern als kostenlose Unterkunft empfinden. Die Nilpferdpeitsche habe ich bei den Frauen aus humanitären Gründen abgeschafft. Und den Strang befehle ich nur, wenn das Gesetz keine andere Möglichkeit vorsieht. Das ist das Einzige, was ich den Schwarzen wirklich übel nehme, sagte er mit unerwarteter Leidenschaft, während er seinen goldenen Helm einem Diener reichte, dass sie mich zwingen, Dinge zu tun, die ich selbst für böse halte. Und dass ich als Mensch nicht die Wahl habe zwischen dem Guten und dem Bösen. Täglich stehe ich von Zwang zur Bösen da, solange ich den Untergang vermeiden will, meinen eigenen und jenen der Kolonie, die mir der Kaiser anvertraut hat. Und mit jeder weiteren bösen Tat verschmelze ich ein bisschen mehr mit der Rolle, die mir zugedacht ist. Das, meine Herren, ist das Schicksal des kolonialen Menschen, sich zeitlebens immer wieder für die Selbstverachtung und gegen den Tod entscheiden zu müssen. In Dar es Salaam feiern die drei Bamburger noch das wichtigste Ereignis des Tages, des Kaisers Geburtstag. Doch dann erreichen sie endlich den Tanganyika-See. Sofort beginnen sie mit der Arbeit. Die Männer aus Bamburg richten sich in Hütten häuslich ein. Die meiste Zeit des Tages jedoch verbringen sie auf der Werft. Die Probleme des Alltags, Verpflegung und so weiter, meistern sie auf recht unterschiedliche Weise. Auch vor Krankheit bleiben sie nicht verschont. In einem Brief an seine Werft schreibt Rütter: Die Arbeiten gehen trotz vieler widriger Umstände sehr zügig voran. Wenn das mit den Nieten weiterhin so problemlos vonstatten geht, könnten wir im August fertig sein. Möglich ist das, weil zahlreiche Einheimische, nämlich 250, zur Zwangsarbeit verpflichtet sind. Unter den Handlangern auf der Werft befinden sich auch einige Maasai. Menge
ist deren Sprecher. Eines Tages kommt er zu Ritter mit einem Anliegen. Unter deinen Arbeitern sind 12 von meinen Männern. Sie sind leicht zu erkennen. Großgewachsene Männer wie ich. Sorge dafür, dass sie freigelassen werden. Sie sind Maasai. Sie können nicht arbeiten. Das ist mir aufgefallen, sagte Ritter. Wir sind Jäger, Viehzüchter und Krieger, sagte Menge, aber keine Arbeiter. Lass sie gehen. Ritter, der Zwang und Unterdrückung ablehnt. Gelingt dies schließlich, er stellt die Maasai von der Arbeit auf der Werft frei und stellt sie als Rinderhirten ein. Anfang August 1914, das wissen wir alle, beginnt es am Tanganyikasee von deutschen Marinesoldaten das Kari, das sind Söldner, einheimische Söldner, zu winnen. Denn inzwischen ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Außer den Soldaten wollte anfangs niemand so recht glauben, dass tatsächlich Krieg war. Zwar war es besorgniserregend, dass die Telegrafenstation plötzlich tot war und dass die Konsuln der benachbarten Kolonien über Nacht alle verschwunden waren. Aber der See lag in gewohnter Ruhe und die Menschen gingen immer ihren gleichen Beschäftigungen nach. Und in der Steppe äste das Wild. Auch Ritter, Wendt und Dellmann mussten sich dem Krieg unterwerfen. Sie waren jetzt keine Babenburger mehr, sondern Reichsdeutsche. Und die Götzen war kein unfertiges Frachtschiff, sondern ein Kreuzer der kaiserlichen Kriegsmarine. Als ein Trupp deutscher Marinesoldaten einen belgischen Dampfer am Westufer des Sees, auf der anderen Seite, das war belgische Kolonie, sprengt, ist der Erste Weltkrieg endgültig in Afrika angelangt. An der Götzen wird unterdessen mit Feuereifer weitergearbeitet. Doch eines Nachts wird der Stromgenerator gestohlen. Kapitänleutnant von Zimmer verdächtigt Ritter. Er würde die Fertigstellung des Schiffes sabotieren, denn er weiß, dass der Schiffsbaumeister nicht als Soldat eingesetzt werden möchte. Er lässt Ritter und Wendt in die Kaserne kommen. Ich habe Sie rufen lassen, meine Herren, weil es eine Frage zu klären gilt, die nach meiner Einschätzung von allergrößter, nicht überschätzbarer Bedeutung ist. Das folgende Verfahren wird uns alle schmerzhaft und unangenehm sein. Es ist mir deshalb wichtig, dass Ihnen die Beweggründe verständlich sind. Von Zimmer stand auf und schritt die Reihe der am Boden liegenden Maasai ab. Dann blieb er auch rückstehen. Wissen Sie was, Ritter? Eigentlich will ich nur mit Ihnen reden. Es ist Zeit, dass wir uns ernsthaft unterhalten. Wir befinden uns beide in einer ähnlichen Lage. Ist es nicht so? Ich habe ein Schiff zu bauen, Herr Kapitänleutnant, erwiderte Ritter und beobachtete die im Staub liegenden Maasai und die Askari. Wenn das hier erledigt ist, werde ich nach Babenburg zurückkehren, zu meiner Familie. Babenburg, schmunzelte von Zimmer. Ich bin aus Regensburg, Sie aus Babenburg. Sie bauen Schiffe, ich versende Schiffe. Wir haben einiges gemeinsam. Jeder macht seine Arbeit. Mag sein, erwiderte Ritter. Aber Sie haben das Steuer in der Hand. Meinen Sie? Vom Zimmer lachte. Glauben Sie wirklich, dass ich den Kurs bestimme? Wer sonst, Herr Kapitänleutnant? Vom Zimmer machte erneut eine Handbewegung, worauf drei Askari vortraten, von denen der mittlere eine Nilpferdpeitsche in der rechten hielt. Ritter schnellte hoch und wollte protestieren. Aber der Kapitänleutnant packte ihn und zwang ihn, sich wieder hinzusetzen. Reißen Sie sich zusammen und hören Sie mir zu. Ich bilde mir doch nicht ein, dass ich hier mit meinen Kasperletearen den Krieg entscheide. Während in den Schützengräben und Granattrichtern der Marne hunderttausende junger Männer verrecken. Wenn das so ist, Herr Kapitänleutnant, dann befehlen Sie bitte, was ich am liebsten befehlen würde, ist Strandurlaub für alle. Wenn ich es nicht tue, so nur aus einem einzigen Grund. Weil doch die winzig kleine Möglichkeit besteht, dass unser Kasperletheater eben nicht nur kindisch ist, sondern wirklich vielleicht die Weltgeschichte
der Weltgeschichte eine Wendung gibt. Der Weltgeschichte, Kapitän? Spotten Sie nicht. Ich spotte nicht. Jawohl, das tun Sie. Sie sind ein Spötter. Das würde mir nie einfallen. Sie haben doch verstanden, weshalb wir die Götze so rasch wie möglich fertigstellen müssen. Um die Kontrolle über den See zu behalten. Richtig. Wenn der See unser ist, gehört uns auch das Ufer auf der anderen Seite und dann möglicherweise alles Land hinter den Ufern. Das ist eine Menge Land, Ritter. Anton Ritter schwieg. Ich werde Ihren Freund jetzt auspeitschen lassen, gefreiter Ritter. 2x25 Schläge mit der Nilpferdpeitsche. Dann lassen wir ihn laufen, soweit er dazu noch in der Lage ist. Die anderen 12 bleiben hier. Und dann wollen wir alle hoffen, dass der Generator im Schutz der Dunkelheit aus dem Busch zurückkehrt. Falls nicht, treffen wir uns morgen wieder zur selben Prozedur mit dem nächsten Delinquenten. Und dann übermorgen und übermorgen wieder. Jeweils in dieselbe Ort, zur selben Zeit, in identischer Aufstellung und zum selben Zweck. Am nächsten Morgen steht der Generator vor dem Kasernentor, der für den 25. Januar 1915 geplante Stapellauf der Götzen wird mehrmals verschoben. Aber am 5. Juni kommt von Zimmer 4 auf die Werft. Tja, mein lieber Ritter, jetzt ist es soweit, sagt er, nachdem er zur Kommandobrücke hinaufgestiegen war. Die Götzen läuft übermorgen zur Jungfernfahrt aus. Nein, das tut sie nicht, erwiderte Ritter. Doch, das tut sie. Die Götzen wird übermorgen um 6 Uhr früh auslaufen. Der Gouverneur befiehlt es. Das Schiff ist noch nicht seetüchtig, Kapitän. Wir würden beim geringsten Seegang kentern. Schweigen Sie und lassen Sie es gut sein. Wir werden auslaufen, da ist nichts mehr zu machen. Übrigens werden alle mit an Bord sein. Sie und Ihre Pappenheimer, genauso wie ich, Oberleutnant Horn und Korporal Schäffler. Alle. Das Schiff wird kentern, Kapitän. Meinen Sie, beim geringsten Seegang, das wäre schade. Aber auslaufen werden wir trotzdem. Das hängt nicht mehr von Ihnen und Ihrem Willen ab. In diesem Augenblick, da wir hier so nett miteinander plaudern, ist das 3. Bataillon unter General Wale mit 700 Askari im Sonderzug hier unterwegs. Morgen Mittag werden die hier am Hafen stehen und darauf warten, dass wir sie an der Südspitze des Sees nach Bismarckburg, das ist hier ganz unten, bringen. Was schlagen Sie vor, Ritter? Soll ich den Befehlshaber West um ein paar Monate Geduld bitten? Soll die deutsche Schutztruppe Urlaub vom Weltkrieg nehmen, bis der Herr Schiffbaumeister Ritter aus Bamberg sein Werk vollendet hat? Wir werden es niemals bis Bismarck schaffen. Machen Sie es möglich, Gefreiter, wir brauchen das Schiff. Und tatsächlich, im Juni 1915 bringt die Götzen auf ihre Jungfernfahrt 700 Askari nach Bamberg. Im April des gleichen Jahres war dem britischen Oberleutnant Spicer Simpson die Aufgabe übertragen worden, zwei Schnellboote an das Westufer des Tanganyika-Sees zu transportieren. Das sehen Sie hier, die sind untenrum, Kapfahrt. Damit diese die Deutschen angreifen. Es handelte sich um 12 Meter lange Motorboote. Laut Spicer Simpson sind das keine Kriegsschiffe. Sowas darf fürs Picknick, für Spazierfahrten auf der Themse, in Gesellschaft schöner Frauen, aber nicht für die Kriegsmarine, hat er noch gemeint. Trotzdem nimmt Spicer Simpson den Auftrag an. Mit Heinigen König und Postschiff werden Mannschaft und Boote nach Kapstadt gebracht. Von dort geht es per Eisenbahn nach Elisabethwil, das ist hier oben ein Stück. Im südlichsten Zipfel von Belgisch Kongo enden die Gleise. Auf dem letzten Stück Weges müssen die Schiffe von Trägern, Ochsengespannen und zwei dampfgetriebenen Zugmaschinen 160 Kilometer durch Dschungel bergauf und bergab transportiert werden. Als die Truppe der Briten in Albertville ankommt, stellt Spicer Simpson entsetzt fest, dass es gar keinen Hafen gibt, obwohl ihm der belgische Militärattaché in London versichert hatte, dass es so wäre. Der Kommandeur muss erst einen Hafen anlegen lassen. Am 22. und 23. Dezember, also kurz vor Weihnachten, werden die Boote der Engländer ins Wasser gelassen. Ein paar Tage später greifen die beiden britischen Schnellboote das kleinste der deutschen Schiffe an
Bei dem Gefecht gibt es mehrere Tote. Auch das zweite deutsche Schiff wird am 8. Februar von den Briten versenkt. Wir müssen hinüberfahren und nachsehen, sagte Ritter. Hinüberfahren? Womit denn? Was schlagen Sie vor? Sollen wir ein Ruderboot nehmen? Einen Dampfer haben wir noch. Unsinn. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie selbst die Bordkanone der Götzen aus dem Stamm einer Kokospalme gefertigt haben? Wir können unsere Leute nicht in den Stich lassen. Natürlich nicht. Aber helfen wir ihnen, indem wir uns wissentlich selbst zur Schlachtbahn führen? Es sind drei Maschinengewehre auf der Götze. Haben Sie den Geschützlärm der Briten gehört? Das waren schwere Kaliber. 105 mm vermute ich. Gegen die richten wir mit unseren Gewehren und unserer Kokospalme nichts aus. Darauf kommt es jetzt nicht an, Herr Kapitän. Wir werden vorhaben. Ob wir wollen oder nicht, das wissen Sie so gut wie ich. Wir werden beide mit an Bord sein. Es bleibt uns nicht dann bloß üblich. Wir werden fahren, weil wir nicht hierbleiben und nichts tun können. Das ist unmöglich. Der britische Kommandeur, Spicer Simpson, wusste natürlich auch, dass die Götzen kommen würden. Denn es war undenkbar, dass der deutsche Kommandant zwei seiner Schiffe verlor, ohne sich Klarheit verschaffen zu wollen, was mit ihnen geschehen war. Und tatsächlich, am nächsten Morgen, als der Nebel sich lichtete, konnte Simpson endlich das Summen und Brummen einer ziemlich großen Dampfmaschine hören. Und dann war es soweit. Keine 100 Yards entfernt brauste pechschwarz und himmelhoch die Stahlwand des größten Schiffes heran, das je im Innern Afrikas gesehen wurde. Während seine Untergebenen unruhig her und hin rannten und auf den Befehl zum Angriff warteten, blieb Spicer Simpson ruhig sitzen und ergab sich in der Betrachtung des Ungeheuers. In einem Telegramm an die königliche Admiralität in London schrieb er: Habe heute Götzen aus nächster Nähe gesehen und kann ihre Geschwindigkeit nun mit einiger Sicherheit auf 10 Knoten schätzen. Was mit Aussagen der deutschen Gefangenen übereinstimmt: Bewaffnung, 105 mm Kanone am Bug, leichte Geschütze mitschiffs und Achtern, sehe keinerlei Aussicht auf Erfolgversprengung. Dies umso weniger, als unsere beiden Schiffe nicht gefechtsbereit sind. Am 22. Juli 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, funktioniert die Telegrafenleitung gar nicht mehr. Jetzt weiß der deutsche Kapitän Gustav von Zimmern, dass belgische und britische Truppen auf dem Vormarsch sind. Alle beweglichen Brüder werden weggebracht. Kapitänleutnant von Zimmer befiehlt, die Götzen zu versenken. Schade drum, sagte der Kapitän. Wirklich schade. Wir haben keine andere Wahl, erwiderte andere Mütter. Sie ist zu groß und die Nieten sind nicht mehr zu lösen. Es geht nicht anders. Ich weiß, aber schade ist es trotzdem. Ja. Wenn wir wollen, können wir uns die Plackerei auch sparen. Einfach abhauen. Aus militärischer Sicht ist es egal. Den See haben wir sowieso verloren. Aber das ist unser Schiff. Allerdings. Wer weiß, was die Belgier mit ihr anstellen? Der Kapitän lächelte. Es wäre wirklich absurd, sie hier zu lassen, nachdem wir das Hinterste und die letzte Kneifzange beiseite geschafft haben. Kriegen Sie das wirklich hin? Sicher. Ohne sie zu kaputt zu machen? Natürlich. Sollte man die Maschinen vielleicht noch gründlich schmieren, damit sie nicht rosten? Diese Maschinen sind immer gründlich geschmiert, Herr Kapitän. Verzeihung. Und hernach kriegt man sie wieder flott. Die Belgier nicht. Ich schon. Während die Askari an Land gingen, stieg an den Ritter in den Maschinenraum und löste die Schrauben von der Abdeckplatte der Einlassdüse. Über dem Wasser, das von den aufsteigenden Luftplatten brodelte, als würde es kommen, waren nur noch die Spitzen der Ladebäume und das Rettungsboot zu sehen, in dem anderen Ritter und von Zimmer bis zum letzten Augenblick ausgehakt war. Und da und alles gesagt war, ruderten sie im brodelnden Wasser schreiend an Land, schnallten sich ihre Rucksäcke um, überließen den Askari als Belohnung die Schlüssel zur Kaserne zwecks freier Plünderung und verschwanden den Berg hinauf im Busch. Hier endet der Roman. Er begann allerdings mit einem Vorspann und da hat der Leser erfahren, dass Ritter, nachdem er 10 Tage lang durch die überflutete Steppe marschiert ist, erschöpft liegen bleibt, doch unversehens Hafertrank liegt.
Er schleppt sich weiter und stößt auf einen Trupp britischer Soldaten, der gerade ein Lager aufschlägt und einen Kupferkessel über dem Lagerfeuer mit Haferbrei kocht. Ritter schnuppert ungläubig. Erstmal, dann voller Tiefe, kein Zweifel. Seine vom langen, nur geschärften Sinne täuschte nicht. Das war Haferbrei. Er hob den Kopf, fasste mit beiden Händen die glühend heißen Schiene und zog sich vorwärts. Als er am Rand des Bahndamms anlangte, hatte er keinen Blick für den Trupp der britischen Soldaten, die einen Steinwurf weit entfernt am Rand des Wäldchens ihr Lager aufgeschlagen hatten. Er nahm keinen Blitz von den 5 Panzerautos und Minenwerfer, Maschinengewehren und Bergen von Munitionskisten. Er ignorierte die 30 sauer gekämpften Männer in ihren tadellosen Uniformen, die ihre Zelte abführen, Proviant ausführen, im Schatten der Bäume riefen. Nur für eines hatte andere wieder auf, dass der Dampf in den Kupfer gegangen. Der fahrlässig unbewacht abseits der Zelte am Waldrand über ein Feuer hin. Ritter schnappte sich den Kessel und rannte los ins nahe Gebüsch. Die Briten schießen hinter ihm her. Auf der Flucht stürzt Ritter mit dem Kessel ins Bachbett. Er bleibt liegen und schläft ein. Mit dem sicheren Wissen, dass ihn die Briten bald finden werden. Und die Briten haben tatsächlich einige Deutsche interniert. Die letzten von ihnen kamen 1920 frei. Und die Briten haben die Kürzen gehoben. Das Schiff kennt heute jeder auf den Dunkern.